Weltweit arbeiten Unternehmen unter Hochdruck an Impfstoffen gegen das Coronavirus. Dass möglichst schnell möglichst viele Menschen immunisiert werden können, dazu will auch der Glashersteller Schott seinen Teil beitragen. In den Produktionsstätten des Mainzer Traditionsunternehmens laufen die Anlagen rund um die Uhr, um die beispiellose Nachfrage zu stillen. Drei Viertel aller Impfstoffprojekte gegen Covid-19 weltweit, das sind mehr als 100, setzen auf Glasfiolen von Schott. Bis Ende nächsten Jahres werden wir genug Fläschchen geliefert haben, damit 2 Milliarden Impfdosen gegen das Coronavirus abgefüllt werden können. Pharmafirmen aus aller Welt setzen auf die Fiolen aus dem Hause Schott. Das Spezialglas ist chemisch besonders stabil. Es gilt seit seiner Erfindung durch Unternehmensgründer Otto Schott vor 130 Jahren als Maß aller Dinge zum Abfüllen flüssiger Medikamente. Beim Lagern von Flüssigkeiten kann es in jedem Behälter zu chemischen Reaktionen kommen. Und wenn es sich bei der Flüssigkeit um Medikamente handelt, dann kann eine solche Reaktion die Wirksamkeit schwächen oder es kann zu unerwünschten Nebenwirkungen beim Menschen kommen. Die Glasfläschchen halten Temperaturen von minus 80 bis plus 500 Grad Celsius aus. Sie sind damit besonders geeignet für den Corona-Impfstoff von BioNTech und dem US-Hersteller Pfizer. Diese müssen stark gekühlt werden. Dass BioNTech als einer der vielversprechendsten Impfstoffhersteller seinen Firmensitz zufällig ebenfalls in Mainz hat, macht die Stadt in Rheinland-Pfalz zu einem echten Hotspot im Kampf gegen die Corona-Pandemie.